Hallo und herzlich willkommen bei Mental Radio und zu einer weiteren Folge, um mental fitter und jeden Tag besser zu werden. Was kannst du eigentlich? Worin bist du gut? Die meisten Menschen wissen leider nicht, worin sie gut sind. Sie wissen nicht, auf welche Stärken sie sich fokussieren sollen und in welchen Gebieten ihre Leidenschaft, ihr Element liegt. Bei welcher Tätigkeit fühlst du dich frei, kannst konstant wachsen und leistest einen Beitrag für andere? In anderen Worten, Mehrwert stiften. Liebst du denn deine derzeitige Arbeit so sehr, dass du sie trotzdem ausführen, auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Würdest du sogar selbst dafür bezahlen, um sie ausführen zu dürfen? Bist du darin wirklich gut? Warum wissen denn viele von uns nicht, worin sie wirklich gut sind? Weil wir einfach zu wenig ausprobieren. Wir machen zu wenig Erfahrungen und nehmen zu wenig Möglichkeiten und Chancen wahr. Dementsprechend kann man nicht genau sagen, was einem genau liegt. Man geht oftmals davon aus, dass die jetzige Tätigkeit einem liegt, weil man aber auch nicht weiß, was einem vielleicht besser liegen könnte. Die Person, die am Ende des Tages mehr ausprobiert, desto besser weiß sie, was ihr wirklich liegt, und somit gewinnt diese Person an Erfahrung und Selbstbewusstsein. Oftmals fängt man auch Dinge an, die von anderen bevorzugt oder empfohlen wurden. Jobs, die beispielsweise durch Vitamin B entstanden sind, jedoch nicht aus deiner eigenen Initiative heraus. Du wurdest quasi einfach mal irgendwo hingesetzt und dann hast du das einfach mal gemacht. Wenn du also momentan das Gefühl hast, es läuft nicht so wirklich und du hast gar nicht so wirklich Lust darauf, was du derzeit tust, dann ist mein Vorschlag an dich, probiere dich mehr aus. Mach die Erfahrungen, denn nur so lernst du dich selbst besser kennen und weißt von Zeit zu Zeit mehr und mehr, worin du wirklich gut bist. Man muss nicht gleich alles über den Haufen werfen, sondern parallel kleine Tests fahren. In anderen Worten, schalt einfach mal eine Facebook-Werbung und schau, wie sie läuft, oder versuch nebenbei etwas zu verkaufen. Das gilt für mehrere Bereiche im Leben, wie auch beispielsweise bei Sportarten. Probiere unterschiedliche Dinge aus. Geh mal zum Klettern oder Tennis spielen, wenn du bisher nur joggen und im Fitness warst. Beschränke dich nicht selbst. Das Leben ist viel zu schön, um im eigenen Käfig gefangen zu sein. Du musst es einfach ausprobieren. Bis dahin, macht's gut, ciao.